Nach einem Fellsturz wurde die bestehende 10 kV-Stromleitung auf die Rudolfshütte beschädigt. Durch den Wintereinbruch wurde das Kabel zwischenzeitlich provisorisch repariert. Die neue Trasse der Stromleitung führt parallel zur alten Trasse in 2000 Metern Seehöhe. Allerdings in einem nicht so steinschlaggefährdeten Abschnitt. Man ist daher auf Anraten der Geologen vom Hang weg näher zur Weißseebahn gerückt. Wir müssen jetzt ca. 900 Meter neu verlegen. Das wird in dem Rohr verlegt und dann eingezogen. Und wir gehen davon aus, dass das passt. Man sieht auf der Wand drüben die Felsen, die sind locker, die werden auch wieder runterkommen. Das heißt, es ist Zeit geworden, dass wir das umgesetzt haben und das wieder funktioniert und die Verbindung wieder hergestellt ist. Um das neue Kabel bestmöglich zu schützen, braucht es eine bestimmte Verlegetiefe. Diese wird durch punktuelle Sprengungen erreicht. Diese sind nötig, denn unter der dünnen Humusschicht befindet sich gleich der Felsen. Sicherheit geht beim Sprengen im Hochgebirge vor. Dazu gibt es zusätzliches Personal, die Sicherheit der Wanderer garantieren, und auch der Sprengmeister ist hier gefordert. Beim Sprengen, das bleibt alles in der Kanette eben, nicht? Da sind nur einzelne Schuss. Das ist je nachdem, wie der Stein ist, wie lässig das ist, wie er weggeht eben, nicht? Aber wir lohnen das so auf, dass eigentlich der Großteil, das bleibt alles in der Kanette. Man hat halt gerade wegen Auflockerung, Material ist dann viel mehr eben, nicht? Als wenn es so ist eben. Na dann, geht's los. Oder, und jetzt geht's. Die gesprengten Felsen werden durch Spezialbagger aus der Kinette entfernt. Danach kommt das Rohr hinein und in das Rohr das neue Stromkabel zur Rudolfshütte. Also das sind jetzt die 3 Rohre, was verlegt worden sind von der Baufirma, wo dann das Kabel eingezogen wird. Und bevor das Kabel eingezogen wird, werden dann die Markierungen aufgeschnitten. Das sind ungefähr 2 Meter. Und es wird da ein Anker gesetzt, weil wir finden uns vor dem Abhang runter. Und das Kabel muss durchs Eigengewicht geschützt werden. Und das machen wir jetzt da. Da kommt der Kabelstrumpf drauf auf das Kabel. Dann wird eine Verbindung herbaut. Die Baufirma wird uns dann da eine Bohrung machen mit einem Anker rein. Und dann wird das eingehängt. Und heute ist praktisch das Gewicht, das was jetzt nach unten ziehen wird, das Kabel wird da festgehalten. Die Fertigstellung ist im September 2020 geplant. Nach 2 bis 3 Jahren soll man nichts mehr von den Bauarbeiten sehen. Die Kosten liegen bei 600.000 bis 700.000 Euro, mehr als doppelt so hoch wie im Tal.